So. Ja, immer wenn ich auf diese Bühne hier komme, stelle ich gerade fest, in Dürnbirn bin ich sprachlos. Wow. Ja. Mann! Ich schaff das noch. Lasse, was hast du mit dem Ding hier gemacht? So, jetzt? Jetzt? Ah, Wahnsinn. Super. Habt ihr denn eigentlich in Österreich von dieser lustigen Sexismusdebatte in Deutschland was mitbekommen? Nervt unfassbar. Da ich aber auch so unglaublich gerne nerve, habe ich einen Text drüber geschrieben und der geht so. 8 Uhr morgens. Zwischen Schlafen und Wachen trägt der trübe Stadtdunst meinen Körper zu seinen Pflichten, muss mein Feuer für den Tag noch zwangsentfachen, meine Gedanken ordnen nochmal, meine Klamotten richten. Ey! Was? Ey, Baby, bleib doch mal stehen! Mir wird's überschall schlecht, es ist viel zu früh für verbales Pfefferspray, viel zu kalt für ein hitziges Wortgefecht. Ach komm, lass mich in Ruhe, okay? Aber Schnecke, du hast so schöne Beine, ich nenne das eine Weihnacht und das andere Silvester. Darf ich zwischen den Feiertagen mal reinschauen? Fühle ich mich belästigt oder ist es einfach nur lästig? Mein Selbstwert ist gefestigt, es ist wohl das Beste. Ich gehe einfach schnell und schnalle meinen Gürtel runter, irgendwo unter mein dickes Fell, da steht keiner so schnell drunter. Aber im Kopf brüllt mein angeekeltes Aggressionspotenzial zurück. Gegenangebot. Du hast so krumme Beine, ich nenne das eine quasi und das andere Modo und schlag dazwischen mal hart die Glocken. Das fällt mir allerdings erst ein, nachdem ich ein Stück gegangen bin und nervös an meiner Kippe ziehe. Ich meine, der Typ war über 60, ein Beispiel für zu viel Wodka rächt sich und hinter meiner Stirn pocht Gesellschaftsirrsinn ungeduldig. Kurzer Rock, eindeutig schuldig. 13 Uhr. Die Definition von Tiefpunkt. Der Spam-Mail-Ordner verspricht mal wieder die Existenz meines G-Punkts, rubbelt dem Kollegen für 1990 die Pfeife wund und besorgt den Boss auch gern mal gründlich mit dem Mund. Klick. Löschen. Klick. Löschen. Klick. Ach, löschen. Klick. Zu dicht an meinem Ohr ein wohlbekanntes Röcheln. Also, Frau Frenzel, Sie sind ein Häschen, bei dem sich nicht nur meine Lauscher aufrichten. Brechreiz unterdrücken und atmen nicht vergessen. Er ist der Chef und baggert nur in Schichten. Heute hab ich wohl Dienst, gehört schon fast zu meinen Pflichten. Freundlich lächelnd, meine Ekelakten zu vernichten. Es ist ja nicht so, dass ich Komplimente verachte und jede Anspielung prinzipiell als Vergewaltigung betrachte, aber ich habe meinen Arbeitsvertrag gründlich gelesen und von Bunnyohren als Arbeitskleidung war nie die Rede gewesen. Was soll man noch machen? Am untersten Ende von Nahrungsketten. Ich bin als Hasenbraten eingestellt, saftig geschmort in ranzigen Tiernarbenfetten, bedroht von Entblößung und zu wenig Geld. Und außerdem ist es ja nur ein Gefühl, das ich keinem zu offenbaren wage. Abgestempelt als Weibchenkalkül, denn Gefühle bilden keine Rechtsgrundlage. Der Tierschutz greift auch nicht. Dafür fehlen mir zwei Beine. Wäre mir fast lieber, ich hätte einfach keine. Oder am besten noch ein drittes. Irgendwo am Rücken. Dann könnte ich dem Arschloch trittfest meinen Behindertenausweis ins Gesicht drücken und danach auf zu viel Druck schieben. Was macht der Dreibeiner so? Aufgepumpt von Käfigtrieben im täglichen Belästigungszonen. Ist ja eigentlich schade, dass die Grenze nicht mehr stimmt. Ich meine, es gibt keine Dorade, die mit Seegurken schwimmt und keine ausgewachsene Schabe, die sich Silberfische nimmt. Warum will denn ein alter Pavian ein halbes Hasenkind? 17 Uhr. Und Feierabendfreiheit. Ich vertreibe mir am Bahnhof gekonnt die Wartezeit mit unauffällig sein und auf den Boden gucken, mit Handrücken jucken und Unmut runterschlucken und plötzlich zusammenzucken, denn da hinten kommt sie. Die Bahnhofsposer-Gang der Osler-Kategorie. Ich verschmelze mit dem Fahrkartenautomaten. Es bringt nichts, ich weiß, was kommt. Ich kram schon mal im Rucksack nach den verbalen Klappspaten, denn der alltägliche Spruch folgt prompt. Mäuschen. Ich hab gehört, die größten Schätze liegen unter der Erde, aber ich kann dich doch nicht einfach einbuddeln, yo. Aber sag mal deinen Titten, sie sollen meine Augen nicht so anstarren, aber eigentlich wollte ich dich fragen, wie ich zum Bahnhof komme. Wäre ich jetzt der Automat, würde ich abstürzen und mir mit die Wartezeit verkürzen. Stattdessen ringe ich nur fassungslos nach Schlagworten, die den Typen für mich mit Leichtigkeit ermorden und kriege nur einen Fick dich hin. Nicht gerade ein K.O.-Argument. Macht auch wirklich keinen Sinn, denn wer solche Typen kennt, weiß, dass sie dich und mich nicht unterscheiden können. Also,
gehe ich zum Angriff über. Falle vor ihm auf den Boden, beginne mit meiner Wegbeschreibung und starre dabei auf seinen Hoden, der sich ins Körperinnere zu graben scheint und die Stimme in die Höhe zieht. Alter, so war's aber nicht gemeint, heult er fast und flieht. 22 Uhr, überfüllte Kneipe. Ich rieche nur Moschus und 2-in-1 Seife und wollte gerade gehen. Da steht er da, der Mann, in den ich schon immer verknallt war. Er lächelt mich an und winkt mich zu sich, ich setze mich neben ihn an den Tisch und klammere meine Flasche, fummel nervös an meiner Laufmasche. Da sagt er das Richtige und Falsche in einem. Hey, du hast da ein Loch an deinem Bein, das sollten wir aber mal ganz schnell flicken, danach können wir ja noch eine Runde. Mit lauten Klirren zerschlage ich die Flasche, das ist zu viel für einen Tag, ich schlage ihn nieder mit meiner Tasche, obwohl ich den Typen echt gern mag, heute finde ich das nicht mehr witzig. Und mit dem Flaschenhals schlitze ich den armen Kerl auf. Was ist also die Moral von der Geschichte, wenn es am Ende den Falschen trifft? Grenzen sind bei jedem anders gesteckt und oftmals schon feindlich eingenommen. Es ist immer der Falsche, der dran verreckt, weil andere nur noch gewaltsam kommen. Schuld ist die Frau, die sich versteckt. Gegenwehr ist eigentlich Pflicht. Oder ist Schuld nur das Codewort, das eigentlich verdeckt, dass der Mensch immer die Regeln bricht? Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Vielen Dank. Da sieht man mal. Des Lotusblütenduft und intensive Feuchtigkeit, die bis zu 24 Stunden anhält, obendrauf. Die gemeine Frau und auch die Liebe benötigt wohl so etwa 10 Flaschen pro Jahr.